Max, wir waren gerade bei der Trainingseinheit mit dabei, hinten raus schön geballert auf Klinge und auf Max hat Bock gemacht. Ja, das ist ja das Einzige, was ich auch kann. Also voll spannend drauf, ohne zu überlegen. Und dann gibt es nur eins ins Tor. Sehr gut. Am Wochenende saßt du leider auf der Tribüne, hast das Spiel von der Tribüne aus verfolgt. Was hast du denn da so, wie war es für dich, überhaupt mal da oben zu sitzen und das Ganze so aus der Vogelperspektive zu beobachten? Ja, man sieht viel andere Räume, die man im Spiel nicht so sieht. Dann muss man sagen, habe ich ein sehr, sehr ansehnliches Spiel, sehr, sehr intensives Spiel auch gesehen. Ich muss sagen, von uns ein sehr, sehr gutes auch. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch zuzuschauen und zu wissen auch, dass man in so einer guten Truppe ist und dass man dann 3-0 gewonnen hat. Also ich glaube, es war dann ein sehr gutes Wochenende für uns. Wie hast du denn das Spiel persönlich verfolgt? Warst du relativ ruhig auf der Tribüne oder hast du den Puls doch schon ähnlich hochgefahren, wie wenn du auf dem Platz stehen würdest? Nee, also das nicht. Das wäre ein bisschen verkehrt, glaube ich. Aber ich muss sagen, dass ich nach jeweils nach den Toren und auch ein paar Chancen bin ich dann schon aufgesprungen auch. Und ich glaube, meine Freundin hat sich manchmal ein bisschen erschrocken, da so explosiv dann auch war. Aber nichtsdestotrotz, es gehört einfach dazu und es war eine gute Sache. Was steht denn in dieser Trainingswoche auf dem Plan? Haben euch vorhin auch so ein bisschen am Hügel beobachtet. Wie blickst du auf die kommenden Tage im Training? Ja, ich glaube, wir haben heute sehr viel in der Schnellkraft, in der Beinarbeit auch erledigt. Das gehört einmal die Woche dazu. Das ist auch ganz wichtig, weil wir dann auch viele Prozentpunkte daraus dann auch stabiler sind in den Beinen auch speziell. Und dann für die nächsten Tage gehen wir natürlich aufs Taktische ein, aber das würde ich jetzt lieber nicht verraten. Deswegen werden wir dann sehen, was wir in Hamburg dann so hinzaubern auf dem Platz. An das letzte Spiel in Hamburg erinnern wir uns alle nicht so gerne, aber glaubt, was so bei uns allen hängen geblieben ist, dass wir da eine offene Rechnung haben. Wie denkst du darüber? Ja, ich muss auch sagen, klar hat man da eine offene Rechnung. Was aber auch noch hängen geblieben ist, ich glaube, wir waren 6.000 Wolfsburger mit dabei. Das war auch sehr, sehr beachtlich und es wäre natürlich super, wenn das natürlich am Wochenende auch wieder da so sein könnte. Und ich hoffe natürlich, wenn dann so viele da sind, dass wir dann auch mit einem Sieg dann wieder ordentlich nach Hause schicken können. Was denkst du über den Gegner HSV? Ja, ich glaube, zu Hause spielen sie anders als auswärts. Ich glaube, es wird ein hartes Spiel, auch intensives Spiel. Aber ich denke, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, einerseits körperbetont, andererseits dann auch spielerisch, glaube ich, ist da ein Sieg möglich. Danke dir.